Hallo. Los, los. Ich habe das eigentlich so gedacht. Ich weiß nicht, ob du damit einverstanden bist. Ich habe einiges aufgeschrieben, auch weil ich mich ab und zu mit der deutschen Sprache schwer tue und dass ich den roten Faden nicht verliere. Ich schicke dir jetzt mal die PDF-Datei und dann gucken wir, ob wir das so durchgehen und oder Ja, mach das, mach das. Ich mach sie gleich auf. einen Moment. Gucken wir das jetzt. Chatfenster ist hier. Ach, du hast es doch geschickt. Gut. Mal schauen, ob das aufgeht hier. Da sind bestimmt noch einige Rechtschreibfehler drin, Das aber spielt keine Rolle nicht. Das ist nämlich nicht so ernst. ich muss ja sagen, ich habe im Moment so eine Freude, die Flamme der Selbsterkenntnis, die lodert. Du, das ist immer wieder, das Leben wird so unendlich spannend, wenn du das Leben von dem Matten wirklich als eine Rolle siehst, die du beobachtest. Du lernst von dem beschränkten Wahrnehmungssystem vom Matten. Du musst Ja. es irgendwie entschlüsseln. Du wirst zum Beobachter von dir selber, ohne dich einzumischen. Ja. Ich habe nur, das ist nur, das dauert nur, das lädt noch. Okay. Wenn nicht, muss man es schnell per E-Mail schicken. Das geht, Moment, eine Minute braucht er und schreibt Ja, er. ich sehe hier schon, dass es ist fast halb durch. Was hast du denn da für einen Roman geschrieben? Ja, kein Roman eigentlich. Die erste Frage, das sind eigentlich mehrere Fragen, die beziehen sich wieder auf die Vatersprache. Das knüpft dann eigentlich an unser voriges Gespräch. Und die zweite Frage ist für mich, sage ich mal, persönlich wichtig. Da muss ich ein bisschen Kontext geben. Das ist so eine, auf dem ersten Hören ist das so eine raumzeitliche Jammergeschichte, aber darum geht es nicht. Es geht mir um den geistigen Sinn davon. Aber ich muss das ein bisschen, Schauen wir den mal. Kontext erklären. Und wir sehen, wie das Gespräch läuft. Drei Viertel ist jetzt hochgeladen. Ja, 26 Sekunden habe ich noch. Ja. Um zu starten, du hast mir voriges Mal, habe ich ja gefragt, habe ich diese Beispiele aus dem dritten Band der Offenbarungen hervorgehoben. Da war zum Beispiel das Wort Natur drin. Und da hast du mir erklärt, das muss ich nicht so konkret sehen. Natur ist eigentlich alles, was aus dem Geist entspringt. Da hast du mir einiges erklärt über Das ist ganz, pass auf, das Erste, was wichtig ist, wenn du ganz grob gehst, um die Natur nochmal zu machen, du tust zuerst die Konsonante Radix anschauen und dann, wenn du das Blau nimmst, steht das blaue N immer für Existenz, für Existieren, das T steht für eine Erscheinung und das R steht für eine Berechnung. Ja. Das heißt dann, die Existenz einer Erscheinung deiner Berechnung, liest es einfach einmal so. NA haben wir die existierende Schöpfung, NA. TUR ist dann die Erscheinung einer aufgespannten Berechnung. Merkst du, das sind jetzt nur die Lautwesen. Das ist einmal das Erste. Wenn du Ja. jetzt das TR nachschaust, wirst du feststellen, dass das erst einmal hast, losmachen, aufspringen. Etwas losmachen, etwas aufspringen. Die Natur springt jeden Frühling, wenn das Grüne austreibt, springt die Natur förmlich auf. Jetzt ist interessant, darum hast du das hebräische Wort grün, heißt auch ausspucken, ausspeien. Das ist Irak. Das ist jetzt wieder, wenn du es magst, eine intellektuelle Berechnung erzeugt eine Affinität. Das heißt, jetzt entsteht eine Welle. Eine Affinität ist immer eine Welle von Plus und Minus. Und da kriegst du irgendwann einmal ein Gefühl dafür. Was das Schöne ist, dass du eigentlich immer mehr zu verstehen beginnst, dass alles perfekt ist. Das Einzige, was dich daran gehindert hat, ist eben dieser einseitig werdende Intellekt des Matten, den du zurzeit zum Denken benutzt. Ja. Darum geht es. Ja, das wird mir Das heißt, schon. alles, was du als Matten definierst, sind natürlich auch Perspektiven. Das ist ganz wichtig. Ich erkläre dir nicht, dass irgendwas, was du glaubst, was du dir ausdenkst, dass das nicht stimmt.
Es ist eine Richtung, es ist eine Facette vom heiligen Ganzen. Mhm. Darum ist mein Bestreben in keinster Weise, irgendjemanden, den wir uns jetzt ausdenken, von einer Glaubensrichtung in eine andere zu ziehen, denk an die Perspektiven, sondern auch das, was einer glaubt, egal was er glaubt, dir mögen als Matten die Haare zu Berge stehen, wenn du manche Äußerungen hörst, sind es Facetten von dem heiligen Ganzen. Ja. Gott ist alles. Verstehst du, das ist ein neuer Begriff, diese absolut allumfassende Liebe. Und das Verrückte ist, dass alles, was sich widerspricht, wo der normale Mensch immer nur die gute, ihm logisch gut erscheinende Seite anstrebt, dass das erst mit dem eigenen Widerspruch, das ist dieses Liebe deine Feinde. Ich könnte sagen, wenn du zum Kegel kommen willst, den du noch nicht wahrnehmen kannst, brauchst du die Dreiecke. Mhm. Wenn du wissen willst, was Wetter ist, das letztendlich Lebendigkeit verursacht, brauchst du auch den Regen. Ja. Was in dem für jeden einleuchtet, aber wie oft sage ich, setze für Sonnenschein, Regen, setze Frieden und Griech. Und das ist eigentlich das Verrückte, dass du hier diese Toleranz haben musst, dass alles, was du bisher bekämpft hast, letztendlich die Ursache daraus ist, dass du dich selber entheiligst und damit über den Jordan gehst, in diese tiefere Ebene hinabsteigst, was jetzt auch nichts Negatives ist, wo man was erleben kann. Mhm. So, und jetzt schaue ich das nochmal schnell auf. Ich möchte das auch jedenfalls teilweise wörtlich auflesen, weil ich dieses Gespräch eigentlich im Internet stellen möchte. Mach das. Je mehr unterschiedliche Sprachen ich geistreich verknüpfen kann, je ganzheitlicher wird meine Sicht auf die Tasse. Richtig. Und eine erste Frage. Was jetzt wichtig ist, was ich dazu kommentiere, es geht überhaupt nicht darum, dass du Fremdsprachen lernst. Mhm. Ich habe in dem Fiegenstall-Vortrag, da ist der zweite Teil übrigens gerade vom Heiko reingestellt worden und er musste dann von zwei Videos den Ton rausmachen, deswegen war das nämlich gesperrt. Mhm. Er da unten hingestellt, darum laufen die stumm am Anfang. Dass es also hier nicht um Fremdsprachen geht, dass ich hier die Geschichte mit dem Rabbi erzähle und dass ich dann ganz klipp und klar sage, wenn der Matten und der Udo, die mir uns jetzt ausdenken, wenn die in Urlaub fahren nach Israel, dann stelle ich mich zuerst einmal so blöd, dass ich dir nicht einmal an der Rezeption fragen kann, ob er Zimmer frei ist in einem Hotel. Mhm. Das heißt also, dieses Ivri, das ich dir erkläre, diese Vatersprache ist ein reines konsonantes System, das ist keine semantische Sprache, also eine normale Unterhaltungssprache, sondern das ist ein Wurzelsystem, ein Schöpfungssystem. Mhm. Im Moment, wo das ausgesprochen wird, und jetzt kommen die unterschiedlichen Sprachen, das Verknüpfen geht insoweit ganz einfach, dass du zuerst einmal wissen musst, das ist auch so eine Aussage, wenn ein Wort gleich klingt, heißt es zwangsläufig, dass das in der Regel mit denselben Buchstaben aufgebaut ist und egal in welcher Sprache, wenn ein Wort gleich klingt, hat es miteinander zu tun, weil dieselben Schöpfungsenergien wirken. Und du musst hier sehr abstrakt denken. Dieses abstrakte Denken ist zuerst einmal das Verstehen von dem Roten und von dem Blauen eines Buchstabens, der natürlich zwangsläufig auch eine Ziffer sein kann. Diesbezüglich wird die Ziffer praktisch mehr oder weniger weggeschoben von der reinen quantitativen Größe, die du dir ausdenkst, zum Beispiel bei einer 4, denkst du quantitativ an 4. Mhm. Und jetzt wird auch die Ziffer 4 ein Symbol, nämlich das Symbol von dem Dalet. Und das ist ja das Dalet ausgeschrieben, der Buchstabe Dalet heißt ja Tür. Und eine Tür kann ich schließen und ich kann die öffnen. Wenn man die zumacht, ist es das rote D und wenn man es aufmacht, ist es das blaue D. Mhm. Okay? Und jetzt wirst du dann schon merken, dass hier natürlich, wenn du jetzt die Funktion der Sprachen anschaust, dass du schon mal ein S und ein P am Anfang. Okay? Mhm. Buchstaben. Und jetzt musst du nur wissen, das S rot geschrieben ist Bewusstsein und das P rot geschrieben ist die Weisheit und das R rot geschrieben symbolisiert den nicht denkbaren Kopf, in dem sich alles befindet. Dieses Beraschet. Mhm. Wenn ich immer in Videos das Pixelmännchen Udo auf seinen Kopf zeigt, dann symbolisiert der Kopf eigentlich einen Kopf, den du nicht denken kannst, weil was rot geschrieben ist, ist ein Symbol. Inmitten dieses Kopfes, Beroshit. Mhm. Okay? Jetzt haben wir hier praktisch, wenn du das zusammenhängst, hast du SBR und dann hast du das Bewusstsein, ist die Weisheit dieses Kopfes. Wenn wir es rot machen. Mhm. Das sind nur die 22 Sachen. Wenn du das blau machst, dann wird das S zur Raumzeitlichkeit. Jetzt wichtig, wir haben verschiedene, wir können das S auch doch anders setzen, wir können für das S auch ein blaues, ein Linkspunktiertes Sinn, ein Shin setzen,
Das wird ja auch erst ausgesprochen und auch das Sain kann man erst aussprechen. Mhm. Übrigens noch eins dazu, sogar ein Taf kannst du draus machen, weil nämlich in der askenasischen Aussprache gibt es zwei verschiedene Taf, also zwei 400, nämlich das sogenannte Taf und das Saf. So wie das P auch Fe heißt, mhm, als F ausgesprochen, das Taf ist ein doppelter Buchstabe, das heißt, du kannst aus einem S theoretisch, wenn du das umsetzt, auch eine 400 machen. Das musst du jetzt alles nicht wissen am Anfang. Es geht nur, dass du das Prinzip begreifst und du wirst dann feststellen, es geht letztendlich darum, dass du 22 Zeichen in Rot und Blau deuten kannst und dann wirst du feststellen, dass die Worte sich schon selber erklären. Mhm. Ich habe Beispiele gebracht und im nächsten Fiegenstall, die haben wir schon wieder Fiegenstall geplant, werde ich den ganzen ersten Teil weglassen, werde ich ganz gezielt sehr einfach da einführen, was ich dir jetzt erkläre. Okay. Vortrag. Und jetzt haben wir SBR, ist das Sefer. Normalerweise, da hast du jetzt hier praktisch das Buch, das Erzählen. Ich erzähle dir etwas und jetzt verschmilzt eigentlich schon bei dem Erzählen, dass das ein arithmetischer Vorgang ist, dass das was mit Zahlen zu tun hat. Mhm. Sind diese Zeichen auch Zahlen? Was ich immer nur mache, wenn wir dann Gesamtwerte machen, aber ich erkläre das, da will ich jetzt nicht so ins Detail gehen. Und wir haben jetzt praktisch hier mal das Buch des Bruders. Ach, A-Chat ist ein schöpferisches Chat, wenn man es hier, A ist einmal der Schöpfer, beziehungsweise die Schöpfung, je nachdem, ob wir es rot und blau machen, und Chat ist immer eine Kollektion. Jetzt hast du, wenn man das weiß, jetzt wenn du SBR nachschaust, im Wörterbuch mit 60, 80, 200 geschrieben, Sefer, dann heißt es zuerst einmal Buch und Ach heißt Bruder. Das heißt, das Buch des Bruders. Mhm. Udo Feeling ist allumfassend über alle Sprachen. Und du merkst jetzt, wenn ich jetzt da in die Tiefe gehe, wir können uns jetzt 2 Stunden nur über dieses Wort Sprachen unterhalten, nur innerhalb dieses Kontextes, dass wir die Zeichen hin und her schieben und mit den Zeichen und mit den Farben schon klären. Mhm. Jedes Quäntchen, wo wir eine neue Perspektive hier dafür setzen, innerhalb dieses einfachen Schemens, wird die Erklärung immer genauer. Mhm. Okay? Das heißt, die unterschiedlichen Sprachen geistreich verknüpfen, wenn du zum Beispiel jetzt hier den Mut haben, wenn ich jetzt Gift zum Beispiel nehme, das Gift, da lacht ich schon mal das GI in Rot an, das ist der Geist Gottes. Und FD ist eine Facette, die in Erscheinung tritt. Jetzt ist es, dass ursprachlich das Wort Gift ja eigentlich Gabe heißt. Wenn du das etymologisch einmal nachschaust, kannst du auch auf Wikipedia gehen, ist es bestimmt beschrieben, du hast eine Gabe, das steckt noch in dem Wort mit Gift mit drinnen. Ja, und im Englischen, ne? A gift. Im Englischen das Geschenk. Und was ich immer wieder darauf hinweise, dass jedes Wort, das positiv ist, auch negativ ist. Mhm. Es gilt auch für den Sonnenschein. Der kann durchaus positiv und schön sein, wenn ich in Urlaub fahren will, aber frage mal einen Bauern, wenn hier 2 Monate am Stück die Sonne scheint. Ja. Dasselbe gilt für den Regen und es gilt auch für den Krieg. Und da kommst du jetzt an Stellen, wo deine Logik komplett ausrastet, wo du sagst, das will ich absolut überhaupt nicht haben. Mhm. Aber ich habe ja schon gesagt, jetzt das, was du jetzt in deinem Kopfkino in ständigen Wechsel von Bildern erlebst, das Wachstum deiner Kinder, erfordert eine ständige Zerstörung von dem, was ist, dass ich wieder was Neues aufbauen kann. Und alles passiert im Hier und Jetzt. Das setzte den Krieg zuerst einmal hier für diesen Wechsel. Und jetzt hast du, dass wir im Hebräischen natürlich auch wieder verschiedene Wörter für Krieg haben, die unter anderem Krieg heißen. Ein schönes davon ist Kareb, also mit Kof vorne geschrieben. Kof, Resch, Bet. Dieses Kof, Resch, Bet, das heißt zum einen innen, das Innere im Inneren, und das heißt auch Krieg. Jetzt kommst du da überhaupt nicht mit, wenn du übrigens ein N hinten dran setzt. Das ist dann das sogenannte Korban, das ist das Opfer. Mhm. Das hebräische Wort für Opfer. Das beginnt in deinem Inneren, ist ein Krieg und du musst ständig immer wieder was opfern, um was Neues zu bekommen. Ich habe jetzt mal einen Satz draus gemacht. Jetzt ist natürlich, dass dieses Innere heißt dasselbe, hast auch nahe sein, sich annähern. Mhm. Hast du den Gematrie-Explorer offen? Mach den nochmal schnell auf, dass du das siehst. Können wir doch ganz kurz machen. Ja. Also Kopf, Resch, Speed. 100, 202. Gib mal ein. 100, 202. Okay, also die klassische Übersetzung. Da steht natürlich jetzt alles, was in Wörterbüchern drin ist, aber es ist erst einmal das Innere, Inneres, Innerstes, mhm, Inwendiges. Und jetzt hast du den Kampf, den Krieg. Dann hast du ein Leib, eine Nähe, eine Schlacht, einen Streit und merkst, es hängt irgendwie zusammen und die Eingeweide. Als Verben Adjektive annähern, darbringen, heranbringen, herantreten, nahen, annähern.
Und jetzt pass auf, jetzt verknüpfen wir das Ganze mal ein bisschen. Ich habe hier unten schon eine kleine Erklärung. RB für sich alleine, diese rationale Polarität außerhalb, heißt immer Vielheit, wenn man das jetzt einzeln eingibt. Das steht immer für eine Vielheit. Das ist die berechnete Polarität, erzeugt Gedankenwellen. Okay? Ja. Habe ich schon Polarität außerhalb. Dann hast du Kor, heißt die Kälte, da hast du schon wie Gott alternieren, in dem Kalt steckt das Alternieren mit drin. Okay? Pass auf, jetzt machen wir mal einen schönen Gedankengang. Das ist das Annähern, das Nahesein. Wenn sich etwas annähert, denk dir mal, das Meer und die Wellen, das sind zwei verschiedene Sachen. Das Meer ist immer unverändert ein Meer und die Wellen verändern sich staufend. Das ist ein Plus-Minus, eigentlich genau genommen wie das Symbol für einen Wellenberg und einen Wellendorf. Okay? Ja. Meer sind zwei Sachen und jetzt denk dir zwei verschiedene Fetzen Stoff. Wenn wir die aneinander nähen, die nähern wir an und dann nähen wir sie zusammen, dann sind die zwei, obwohl die eins waren. Ja. Ist es aber doch nicht so mit dem Adam, der hier Denker und Ausgedachte ist, ist das nicht dasselbe, der Denker und das Ausgedachte, das Meer und seine Wellen? Mhm. Ist es nicht dasselbe? Jetzt pass auf, das Wort, in dem Wort annähern, nähen, zusammenbinden, steckt das Wort Nahrung. In dem Moment, wo du anfängst zu essen, Essen hast sein, bist du deine eigenen Gedankenwellen, die sind untrennbar mit dir verbunden, das ist deine Nahrung. Näher, okay? Mhm. Fordert aber ständig, wenn du lebendig sein willst, einen Krieg. Das beginnt jetzt schon wieder mit Kor. Kor ist einmal das Lamm. Kofresh, im Krieg, die ersten zwei Buchstaben haben auch in Krebs. Das heißt, zum einen sagst du mal Lamm. La, da können wir jetzt rot machen, den Lichtschöpfer und plus minus M, M, Lamm. Oder die Lichtschöpfung ist La, auseinandergeschmissen ist MM. Das heißt auch Weide, eine Weide. Das Lamm steht auf der Weide. Eine Weide, eine Aue. Jetzt nehmen wir mal das Weide, beginnt mit einem W. Das hast du ja aufgespannt, doppelt aufgespannt, das W. Und dann kommt das Ei, da schreiben wir 7010. 7010, also Ei gelesen, heißt Trümmerhaufen. Und DE als 470 gelesen, heißt Wissen. Dann heißt es ein doppelt aufgespannter Trümmerhaufen deines Wissens. Und das ist doch klar, MM. Jetzt merkst du, dass die Wörter in einen komplett anderen Bereich reingehen, so wie der Geruch, der zum Brunnen bricht. Das ist gar nichts. Ja. Beginnt übrigens wieder mit KR. KR, diese Weide, dieses La MM, ist UG, ist aufgespannter Geist. Mhm. Und der geht so lange zum Brunnen, das kann ich Brunnen nachmachen. Du kannst, das ist die komplette Bedienungsanleitung drin, wenn du dieses einfache System einmal begriffen hast. Da musst du jetzt erst einmal nur gar noch nicht wissen, was Radixen auf Hebräisch heißen, weil das ja in der deutschen Symbolik im Rot-Blau-Lesen eigentlich schon sehr kompakt ausgedrückt wird. Jetzt pass auf, jetzt machen wir aus den Karat, mach jetzt einmal ein N hinten dran, ein Nud, eine 50, und dann geh auf Such. Einfach 50 drücken. Und jetzt hast du die Darbringung und TR ist ja die Generation, also das A als Vokal rausgeschmissen. Nur TR, die Öffnung deiner Berechnungen, TR heißt Generation, wird in der Dora normal jetzt die Generationen, die Geschlechter auf menschliche Generationen bezogen, aber ich verallgemeine das, es ist die Generation deiner Gedankenwelt, die du dir auswählst. Das ist eine Darbringung. Okay? Ja. Du hast die Opferung, jetzt hast du hier auch die Näherung und das Opfer. Das wird normalerweise als Opfer übersetzt. Das ist, weil du musst jeden, für jeden neuen Gedanken musst du den bestehenden Gedanken opfern. Es kommt immer aus dir. Du musst wissen, wenn du spazieren gehst, wenn du einen Baum anschaust, der entsteht in dem Moment, wenn du den anschaust, der ist nicht im Laufe von Jahrzehnten gewachsen. Das ist schon wieder eine Interpretation deines materialistischen Denkens, weil du ein Zeitfenster vor dir aufspannst. Mhm. Okay? Kannst du ungefähr folgen? Ja, ja. Jetzt pass auf, dieses Kor bauen, können wir wieder zwei Radix machen. Das ist eine affine Berechnung, das ist das Kor. Mhm. Das ist erst einmal das Wort für Wald, für kalt, Kal, wie Gott. Und seine Erscheinungen, wenn wir den Rückholfall bei dem T machen. Und Ben ist die polare Existenz. Das heißt, die affine Berechnung einer polaren Existenz. Auch die affine Berechnung des Sohns. Mhm. Und diese Berechnungen sind jedes neue Ergebnis, das du aus dir heraus generierst, erfordert, dass du das bestehende Ergebnis wieder zurücknimmst. Es ist wie ich immer meine berühmte 200 Gramm rote Knete, die wir ständig umformen. Du bist immer, der träumende Geist ist immer. Es ist immer derselbe Geist, der träumt. Mein Beispiel, du bist immer derselbe Leser, egal was du gerade für Informationen aufgrund der Worte in dir gestaltet werden lässt.
Darf ich hier mal kurz unterbrechen? Ja, ich möchte das jetzt gerne aus einem anderen Blickwinkel angehen und dazu möchte ich die nächsten drei kurzen Absätze mal lesen. Ja, lese mal weiter. Sagt der Name einer Sprache etwas aus über ihr Deutungspotenzial bzw. ihre Deutungsfunktion? Vergleiche die verschiedenen Organe im menschlichen Körper. Jedes Organ trägt bei an der Lebensfähigkeit des Körpers, aber hat auch eine ganz bestimmte Funktion. Das Ohr ist ein Hilfsmittel zum Hören und so weiter. Stopp, ich halte jetzt gleich einmal fest. Jetzt gehe ich einmal ein bisschen in die Biologie. Was haben wir auf? Gehen wir wieder in Geometrie Explorer. Ja. Jetzt geben wir mal ein 1, ja. 7, 50. Das wird Osen ausgesprochen, da wird es allefalls O ausgesprochen. Mhm. Das ist das Ohr. Das heißt auch abwägen, ausgleichen einer Bilanz, ausgleichen eines Gewichts, ernähren, das ist übrigens diese SN-Radix, ich ernähre mich geistig durch die Ohren, auch dann Hure, weil das ist diese Radix 57, da steckt auch die Hure mit drin und die Art und die Sorte, das will ich jetzt nicht so weit ausholen, ins Gleichgewicht bringen, das ist jetzt wichtig, prüfen, zuhören. Mhm. Was hier entscheidend ist, in deiner Biologie deines ausgedachten Trockennasenaffen, so wie du dir denn es vorstellst, musst du zuerst einmal wissen, du bist Geist. Die Bilder, die in dir auftauchen, bauen auf einem Programm auf. Wenn du jetzt raumzeitlich gedachter Programmierer bist und du magst ein Videospiel mit irgendwelchen Außerirdischen, dann kannst du dir irgendwelche Fantasiefiguren, wo die einfallen, programmieren, wie du die haben willst. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen die Klingonen im Raumschiff Enterprise oder die Ferengi sind ganz interessant, die haben übrigens die Männer mit den großen Ohren, die haben ja. Die Eier hinter den Ohrläppchen, wenn du das weißt, also ihre Geschlechtsorgane haben die hinter den Ohrläppchen bei den Ferengi, das muss dann natürlich einfallen und dann kannst du das programmieren, dass das so ist. Mhm. Und genauso ist das, was du zurzeit meinen Körper nennst, ist eine Vorstellung, die von deinem Programm aufgebaut wurde, das du dir nicht raussuchen konntest. Den du zu analysieren hast. Und jetzt ist es, dass in diesem Körper, wenn wir die ganzen Medizinbegriffe machen, ich spreche immer nur Sachen an mit den Knochen, dass dir ja klar ist, dass in deinem Ohr auch das Gleichgewichtsorgan mit drin sitzt. Mhm. Jetzt ist die große Frage, wenn wir wieder jetzt normal materialistisch raumzeitlich denken, dass hier so und so viele tausend Jahre vor Christus irgendwelche die Dora geschrieben haben, irgendwelche Wüstenbewohner, waren die dann so clever, dass das Ohr zufällig auch ins Gleichgewicht bringen, ausgleichen und so weiter, dass die hier diese Grundradix, genau diese Bezeichnungen gegeben haben, haben die da an das biologische Ohr des Menschenaffen gedacht und haben die gewusst, dass da ein Gleichgewichtsorgan, dass das auch das Gleichgewichtsorgan ist? Verstehst du, damit hat es nichts zu tun. Mhm. Es sind Symbole, es sind reine Symbole und du siehst jetzt, dass das Ohr. Und da kannst du jetzt erst einmal, wenn wir das Deutsche, jetzt müssen wir da dich zuerst machen, wir machen mal das deutsche Wort Ohr. Moment, da kannst du jetzt natürlich vielfältig sein, du kannst das O zuerst einmal als ein Aleph setzen oder eine 70 setzen, das heißt, wenn wir es rot, wir bleiben mal ganz rot, dann ist es das Aleph, ist das O als Aleph, da merkst du schon den Kreis, denk an den Einheitskreis, hab aber wenn eine Fantasie. Mhm. Das O als Aleph gesehen ist praktisch hier der Schöpfer und das ist die Quintessenz und das ist der Kopf. Und da ist alles im Gleichgewicht. In dem Schöpferkopf ist alles im Gleichgewicht. Das ist sozusagen die Synthese von allen. Wenn wir das jetzt blau machen, machen wir mal das O als 70, als einen Augenblick. Okay. Und die Wahrnehmung einer Berechnung. Der Augenblick ist immer die Wahrnehmung einer Berechnung. Und jetzt ist die Frage, berechnest du das schon im Gleichgewicht oder sind deine Berechnungen noch einseitig? Mhm. Das ist, wenn du mal, ich muss so viele Worte machen, was du in einem gewissen Maß merkst, und jetzt haben wir die Öse. Da haben wir das O mit zwei Bündchen drüber. Wir sagen mal, das ist Wellenberg und Wellental gleichzeitig. Und SE kannst du mal ganz einfach, da machst du jetzt einmal 305 als SE gelesen und das machen wir links punktiert, dann kriegst du das See und jetzt hast du das Lamm. Das ist ein Kleinvieh, ein Stück vom Vieh. Jetzt ist natürlich immer wieder das Wort Vieh. Klingt im ersten Moment negativ. Du kannst auch alles rot lesen. Wenn du das H, wir bleiben mal, wenn du das jetzt setzt, das, also gerade die Kunst, es geht nicht darum, alles rot zu machen. Mhm. Sondern es ist in der Regel, dass du hier die Worte so jonglierst, dass du in einem gewissen Maß ein Gefühl dafür bekommst, dass dein Geist so beweglich wird, dass es überhaupt kein Wort mehr gibt, das du nur einseitig negativ auslegst. Mhm. Aber wenn ich zum Vergleich mit den Sinnesorganen, sehen ist qualitativ etwas anderes als hören.
Haben die verschiedenen Sprachen auch alle ihre Spezialfunktionen in Bezug auf das Deuten der Symbolen, die mir in meinem Lebenstraum vor... Nein, dieses Deutungssystem ist allumfassend. Also ich kann nicht sagen, das Deutsch ist, da steckt zum Beispiel das Deuten drin, ne? Das deutet, weil es die Vordersprache ist. Und ja. Die Vordersprache funktioniert nur in Verbindung mit dem Ibri, mit dem Radix, mit dem Symbolsystem. Wohlgemerkt, ich rede jetzt nicht von der hebräischen Alltagssprache, von der semantischen Sprache, sondern es ist ein reines Zeichensystem. Wenn ich Deutsch sage, hebe ich auch nicht das deutsche Volk hervor, sondern es ist eben dieses rot gelesene Deuten, das Verdeutschen. Habe ich in Fiegenstahl angesprochen. Wenn du nicht Deutsch kannst, hast du keine Chance, in die höheren Ebenen zu kommen, weil du es nicht deuten kannst. Darum ist ja dieses Deutschland, das Alemann, ist in allen Sprachen, ist es wichtig. Und nochmal, ich im Fiegenstahl-Vortrag jetzt im zweiten, da sage ich, dann würde ja ein Dürge, ein Ägypter, würden ja keinen ins Himmelreich kommen. Ich sage, das sind jetzt Gedanken, die du dir ausdenkst. Das sind sowieso nur Schatten. Aber lässt sich das... Das erfordert ein riesen Loslassen. Und wenn ich jetzt hier mir einen Menschen ausdenke, ganz normal... Für mich ist dann einer Deutsch, wenn er die deutsche Sprache einigermaßen beherrscht. Das heißt, du kannst jetzt Deutsch, auch wenn du da noch Schwierigkeiten hast. Wenn jetzt einer Negroid ist, ein Neger ist, was schon wieder so ein Schimpfwort auch, das Neger ist ja auch, wird so verböhnt, oder Neger wie der Nazi. Ich erkläre doch in dem Vortrag jetzt im zweiten Teil, wenn du dann angehört hast, schon, dass das da mal Nazi ist, was ganz was Positives, und genauso ist es der Neger. Negroid heißt nur schwarz. Interessant ist, dass du so programmiert bist in Deutschland als normaler Mensch, dass wenn ich sage zu jemandem Neger, ist es eine Beleidigung. Wenn ich sage ein Schwarzer, ist es politisch korrekt, obwohl das Wort Neger eigentlich dasselbe Wort ist, bloß in Negroid in einer anderen Sprache. Aber es ist immer wieder diese Wertigkeiten von Worten, dass man Worte als mein beliebtes Liebeswort Scheiße, Shit, ist ein geschenkte Erscheinung, ist ein ganz positives Wort. Oder Arschloch als Franke, Asch. Ist ja interessant, Asch, als Franke lasse ich das R weg, Asch heißt Feuer und Loch ist hebräisch, ist zuerst einmal die Lebensfrische oder diese 10 Gesetzestafeln. Das heißt Loch, die mit Feuer beschriebenen Tafeln, denk an den schönen Mose-Film, die 10 Gebote. Das sind die Arschlochot. Das ist ja auch eine Fehlübersetzung, wenn man das genau nimmt. Da steht nämlich das, was da drin steht, wenn du das anschaust in der Tora, diese Luchot, dass das eigentlich gar nicht, wenn man es genau übersetzt, wenn man sich streng an die Grammatik hält und da nicht ein wenig geistig flexibel ist, also die reinen Regeln, ist das eine Fehlübersetzung. Bin ich auch schon in die Selbstgespräche darauf eingegangen. Aber ich sage, du kannst ja so flexibel sein, du kannst dir das denken, wie du willst. Denk an unser Schneewittchen, wo ich sage, mein Schneewittchen ist blond. Macht es jetzt dann Sinn, mit mir zu streiten, dass ich mir blonde Schneewittchen ausdenke? Ist nicht die Quelle ein Leid, diese einseitige Rechthaberei, weil man meint, man müsste das, was man nur vom Hören sagen kennt, als die einzige Wahrheit gelten lassen? Das ist die Quelle von Leid. Aber jetzt fällt mir gerade die Metapher von einem Werkzeugskasten ein. Ne? Ich möchte etwas machen zu Hause und ich gucke mir, was brauche ich jetzt? Brauche ich einen Hammer, brauche ich einen Schraubenzieher? Jeder dieser Werkzeuge hat eine bestimmte Spezialfunktion. Und ich weiß auch, dass je mehr Sprachen ich beherrsche, wie kompletter eigentlich mein Bild wird. Aber lässt sich auch noch etwas aussagen über diese Spezialqualität der unterschiedlichen Sprachen? Selbstverständlich, das ist aber, da wird jetzt, wenn du da reingehst, ich mache mal einen ganz großen Sprung, ich habe das angesprochen, ich habe in dir hier und jetzt gedacht, musst in deinen geistigen Archiven graben, dann habe ich einmal einen Film auftauchen lassen, die Götter müssen verrückt sein. Kannst du dich grob erinnern? Ja, kenn ich. Mit der Colaflasche, die runterfällt, der süße Film mit den kleinen Jäger, sage ich jetzt bewusst. Mit den Knacklauten, das ist eine reine, das ist eine ursprüngliche, unschuldige Sprache, weil die noch nicht entheiligt ist. Und du merkst jetzt, dass hier in einem gewissen Maß das sehr tief geht. Und jetzt pass auf, wir gehen einmal in die semantischen, in die semitischen Sprachen, Entschuldigung, ins speziell in das Arabische. Und ich weiß nicht, ob du das geschaut hast, ich habe das Gespräch geführt mit Diana und Redo, das hat der Redo aufgezeichnet, das hat er aber, glaube ich, nicht reingestellt. Ich weiß es nicht, ob er es veröffentlicht hat. Für dich. Und zwar, ich spreche es nur an in Sanskrit. In Sanskrit hast du wesentlich mehr Zeichen. Und wenn wir jetzt, das ist einmal ein Standardbeispiel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst das Wort Sonne, wenn du nachschaust in Deutsch, Sanskrit war der Buch, was Sonne heißt auf Sanskrit, dann ist hier in dem gängigen Langenscheid hast du das deutsche Wort Sonne,
Warte mal, ich muss mal, ob es bei Sonne ist. Was nehme ich noch mal ganz kurz? Kleinen Moment. Ich will dir das noch mal ganz konkret geben. Der aktuelle Langenscheid. Schau mal, ich zeige dir das einmal. Ich hoffe, du kannst sehen. Kannst du das lesen einigermaßen? Nein, leider nicht. Ist das ein schlechtes Bild? Ja. Also pass auf, da steht so, du kannst aber erkennen, dass das Wort Sonne da ist. Ja, sicher. Und dann, wenn du schaust, sind genau 73 Sanskritwörter dahinter. So. Das ist jetzt Langenscheid, Deutsch, Sanskrit. Mhm. Es ist Sonne und dann kommen 73 aneinandergereiht, ohne irgendeinen Kommentar, 73 Sanskritwörter, die alle Sonne heißen. Mhm. Wenn jetzt das übrigens, das sind bei weitem noch nicht alle, die in dem großen Ursanskritwerk drin sind, das sind 8 Bände, bei Wasser sind hier 3 oder 4 aufgeführt und das sind, machen wir ganz kurz Wasser, da habe ich es aber genauer gemacht, das, schau, dass du das jetzt nicht siehst. Das ist zum Beispiel Wasser, da sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück aufgeführt. 8. Im Sanskrit-Deutsch, wenn du Wort für Wort alle Sanskrit-Wörter durchgehst, sind 21 Wörter, die unter anderem auch Wasser heißen. Mhm. Was jetzt hier die Vielfalt ist, ist interessant, weil die wesentlich mehr Vokale haben wie wir. Und dadurch rastert es feiner. Aber worauf ich jetzt hinaus will, weil du an die Sprachen gehst, jetzt denk einmal dieses kehlige, harte Arabisch. Mhm. Jetzt komme ich zu deinem Kopf, jetzt verknüpfe ich die Biologie. Du erinnerst dich, ich habe gesagt, die 1 und die 70 sind zuerst einmal, die sogenannten Glottallaute, sind zuerst einmal hier lautlose Konsonanten, die erzeugen kein Geräusch. Das Aleph ist nur das Öffnen des Mundes. Und dann, so wie du bei jedem normalen Konsonanten entweder einen Vokal dranhängst, um das auszusprechen, was sagst du, P oder Pa, oder du kannst auch einen Vokal davor setzen, das M ist ein M, ist bei dem Aleph, musst du dir vorstellen, du machst nur den Mund auf und dann sprichst du praktisch, dass das hier einen fließenden Laut gibt, hängst du einen Vokal dran. Okay? Mhm. Was dir noch nicht aufgefallen ist, was ist jetzt mit der 70? Ich sage, das ist im Prinzip dasselbe. Das kommt aber nach dem Aleph. Das ist ja 7, ist einmal unser Wert der Vielheit. Und zwar passiert dasselbe bei dir im Rachen. Du wirst jetzt, mach einmal im Mund auf, sag einmal A. Oh. Du öffnest den Mund und jetzt mach ruhig einmal, mach den Mund auf und pass auf, was passiert in dir und sag A. Oh. Und du öffnest zuerst vorne den Mund und dann öffnest du hinten die Kehle ja, und dann sagst du A. Oh. Mhm. Und das hin, die Öffnung der Kehle hin, das ist die 70. Okay. Und die Öffnung der Mund, jetzt, Matten, das wäre jetzt ein Thema, die Phonetik für sich alleine ist ein Wissenschaftsgebiet, kannst du auch studieren, natürlich immer im materialistischen Sinn, was dich in Sackgassen führt. Jetzt in Verbindung mit Holofeeling merkst du, dass die Bilder, was in dir in Erscheinung tritt, jetzt dein Kopf mit deinem Mund, mit deiner Kehle, was du alles beobachten kannst, das ist alles, was ausgedacht ist. Und das hängt lückenlos miteinander zusammen. Und darum sind eben auch, wie die Religionen unterschiedlich sind, semitischen Sprachen, die sehr kehlig, sehr lastig sind. Ich habe immer eine schöne Geschichte, wo ich erzähle, ich hatte ja nicht so sehr viel in Asien. Und wenn du in Thailand zum Beispiel bist und in China, das ist ja wieder eine ganz andere Sprache, die Tonhöhenänderungen. Mhm. Ganz krass in Thailand. Und ich wiederhole für dich eine Geschichte, die ich sehr oft erzählt habe. Ein Thailänder, wenn jetzt gut mit Tourismus, wenn die Englisch lernen, von klein auf sieht es anders aus. Und wenn du normal in einem thailändischen Landvolk, wenn du mit Einheimischen, wirklichen Einheimischen, die Touristen sehr wenig zu tun haben, zusammenkommst, ist es ganz, ganz interessant. Du hast keine Chance, zum Beispiel an Thailänder, nur dass er ohne jetzt ein Wissen, dass der zum Beispiel 5 sagt, die Zahl 5. Mhm. Ein Thailänder kann 5 nicht aussprechen. Das ist, man sagt immer auch, die haben Riesenprobleme mit dem R, wie die Asiaten im Allgemeinen, wobei es im Thailändischen komischerweise ein einziges Wort gibt, das ist übrigens das thailändische Wort für köstlich, das schmeckt köstlich, das ist Aroy. Da ist Aroy, da haben sie so einen Ansatz von einem R-Laut mit drin. Das ist also das Einzige, was einigermaßen R-mäßig ist. Ansonsten können die kein R sprechen. Ich habe da so eine Anekdote, wenn ich immer gekommen bin, wenn du sprichst, im Englischen, ich habe einen Taxifahrer und dann sage ich zu ihm, mein Hotel hat damals Royal Garden geheißen, ich sage Royal Garden Hotel und dann schaut er mich an
Ich sage, Royal Garden. Er schaut mich an, und dann zeige ich ihm die Visitenkarte und dann sagt er, ah, Royal Garden, Royal Garden. Weil das, die können nicht bringen, das auch nicht hin. Aber das ist ja allgemein bekannt. Aber jetzt pass auf, viel interessanter ist es das einfache Wort 5. Und ich habe dann hier, wenn ich mit Bekannten war, habe ich gesagt, wenn du das fertig bringst, einen Thailänder innerhalb von einer Stunde beizubringen, dass er fehlerfrei 5 sagt, nur 5. Die können das nicht. Jetzt klingt dann, pass auf, sag, du sagst jetzt mal, deswegen sag mal zu einem, sag 5. Dann sagt er 5. Dann sag ich nicht 5, sondern 5. Das letzte. Sagt, 5. Dann sag ich, nein, 5. Dann sagt er 5. Der bringt das F am Ende nicht hin. Jetzt meinst du, ist das doof? Weil du bringst es nicht fertig. Glaub mir, ich habe da stundenlang rumprobiert. Die bringen das nicht raus. Was jetzt interessant ist, worauf ich hinaus will. Pass auf, jetzt kommt es eigentlich erst. Dass dann die Worte aussprechen. Und wenn du versuchst, diese Geräusche, wo die rausstoßen, aus ihrem Mund nachzumachen, wirst du gespiegelt dasselbe Problem haben. Glaub mir, du bringst es nicht hin. Du sagst, es ist unmöglich, dass du als Mensch das Geräusch ausstößt. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Und jetzt ist es in der Kultur. Die Sprache, musst du zuerst einmal wissen, dass zuerst einmal die Schriftzeichensysteme auch sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel das neuere Japanisch. Jetzt bin ich nur in deiner Welt, die du dir ausdenkst in deinem Programm. Das neuere Japanisch ist ja eine Silbenschrift mit 50 Silben. Also die Grundschrift, das ist, die haben 50, die neuere Schrift ist eine Schrift, die basiert auf 50 Silben. Was wir in unserer Sprache Silben nennen, sind bei denen ein Schriftzeichen. Weil aber parallel auch dieses klassische glyphische System ist, so wie im Japanischen, das also ein Schriftzeichen, eine Symbolkette darstellt. Japan, im modernen Japan gibt es beides. Also einmal nur diese Silbenschrift, dass da Silben benutzt werden. Das sind also 50 Grundsilben, baut sich dann auf bis 81. Aber das, du wirst jetzt merken, egal welches Wissengebiet du angehst, du musst dich zum Fachmann machen. Und was mir wichtig ist, dass das Allumfassende von Holofeeling, das auch im Detail alles erklärt. Wir können jetzt in die Phonetik gehen, dann wirst du merken, hier, wo die Laute entstehen, aber dann kommst du schon in den indogermanischen Bereich, weil das der Schwerpunkt von Sanskrit ist, dass Sanskrit mehr Vokalen arbeitet und die Darstellung, die haben im Sanskrit zum Beispiel 4 verschiedene N in der Umschrift. Also das sind mal Sanskrit-Zeichen, aber da gibt es ja ein genormtes Umschreibungssystem, was wir im Hebräischen nicht haben. Ich tue mal ganz kurz den Redler zuschalten. So, jetzt. Dann kann der Redner mit zuhören. Kennst du den Martin eigentlich? Hey, hallo. Aus lauter Gesprächen. Hallo Martin. Grüß dich. Das ist Redo. Gleichfalls. Also pass auf, es ist ja so, das ist, was ich der Diana erzählt habe, dass also im Sanskrit, was mein Standardbeispiel ist, wenn du die Umschrift dabei anschaust, vom Sanskrit, diese Buchstaben als Umschrift zeigen, da gibt es 4 verschiedene N. Im Hebräischen haben wir nur ein N, das ist sehr einfach. Und da sage ich, das N rot geschrieben ist Sein und blau geschrieben ist es Existenz, existierend. Im Sanskrit hast du 4 verschiedene N, und zwar in der Umschrift ein N mit einem Punkt drüber, ein N mit einem Punkt drunter, ein N mit einer Schlangenlinie drüber und ein N, ein normales N. Das entspricht 4 verschiedene Sanskrit-Buchstaben, die jetzt hier in der Umschrift so dargestellt werden. Das sind immer N-Laute, die werden immer als N ausgesprochen. Und jetzt pass auf, wenn du dir das anschaust, das sind 4, denk an unseren Tetraeder. Du hast ein N mit einer Schlangenlinie drüber, das entspricht praktisch dem Heiligen Geist. Das ist es Sein. Jetzt ausgedachterweise, plus minus, die Synthese. Das N mit einem Punkt drüber, das kannst du jetzt machen, wie du willst. Ich kann sagen, das ist der Geist, der sich was ausdenkt, und das N mit der Wellenberg und das N mit dem Punkt drunter ist das Wellendal. Bist du dabei? Ja. Eine Existenz eines Wellenberges ist das N mit dem Punkt drüber. Die Existenz des Wellendales ist das N mit dem Punkt drunter. Das N mit der Schlangenlinie drüber ist die Synthese. Und das reine N, das ist der Vierte, der das zumacht. Im Hebräischen steckt das alles in dem einen N drin, wo ich zuerst einmal sage, das ist sehr reduziert, das ist sehr symbolhaft. All diese 4 N sind Facetten von den N. Und jetzt können wir sagen, wir haben ein rotes und ein blaues N.
Das ist einmal das Sein und das Existierende, und du merkst jetzt, dass die Existenz zwangsläufig, was existiert, was herausgetreten ist, sind zwangsläufig ein Wellenberg und ein Wellendal, wenn ich es immer so mache, dass im Sanskrit, in der Sprache, in den Wörtern ist das durch die, weil das mehr Zeichen sind, das sind 49 Schriftzeichen, kann ich das Wort noch viel genauer auflösen, wenn ich das entschlüsseln will. Mhm. Aber das funktioniert genau mit dem System. Ich würde ja gerne in meinen Upanishaden, ist ja das alles genau beschrieben, wenn man es richtig übersetzt, aber ich merke jetzt, wir sind so weit unten in dem Ameisenverstand, dass ich du zuerst einmal begreife, was du bist. Okay. Udo, noch mal ganz kurz, du hast gesagt, ja, die Thailänder, die haben ja Probleme mit Buchstabe R, ne? Richtig. Ich kann mir jetzt als Geist ausdenken, dass ich ein thailändisches Programm habe. Ich bin da aufgewachsen, ich bin da erzogen. Der Fakt, dass ich Probleme habe, das R auszusprechen, heißt das auch, dass dieser Hieroglyphe R mit alles, was dahinter steckt, in meinem thailändischen Daseinstraum eine weniger prägnante Rolle spielt? Genau so ist es. Das ist viel, viel leichter, das ist die Verwestlichung, das ist jetzt genau das, diese Charaktere, jetzt kann man einen Sprung machen, was ich über die Nationen erzählt habe, dass jedes Land bzw. jede Religion eine Spezialisierung ist, die ganz wichtig ist in Bezug auf das Ganze. Dein Leben wird sich extrem in der Qualität verändern, wenn du zum Beispiel nicht mehr schmecken könntest. Schmecken ist ein ganz riechend als Geruch, da haben wir schon der Geist, der Geruch, die Hartz-IV-Krähen. Dass die Unterstützung kriegen. Jetzt kommst du als Flüchtling und sofort kriegst du gemachte Betten, jetzt hast du mal erzählt und kriegst Geld in den Arsch geschoben. Klingt jetzt wieder sehr fremdenfeindlich, bin ich überhaupt nicht. Das Erste, was ich dir sage, das, was du nicht willst, dass man dir antut, dass du auch keinen anderen an. Mhm. Aber du wirst natürlich merken, dass die Falle das raumzeitliche Denken ist. Ich könnte jetzt wieder sagen, denk jetzt an Schneewittchen, wisch und weg. Jetzt denk an leidende Hennen in Hühnerfarmen, wisch und weg. Und jetzt denk an Flüchtlinge. Wie schon. Es ist in deinem Kopf hier und jetzt nur das, was du denkst, was in dir auftaucht. Du bist ein träumender Geist und du kannst dir das nicht raussuchen. Und dein Traumwelt, dein Traumfilm, den du zurzeit in deinem Traum erlebst, mag der dir noch so real erscheinen, ist nur, besteht nur aus symbolischen Bildern. Du solltest das wissen. Als Philosoph, da steckt der Psychologie mit drin, die Traumpsychologie. Mhm. Den Schritt zu wagen, dass das, was du real empfindest, dass das genauso Informationen sind und dass das symbolische Bilder sind, die dir was sagen sollen. Die jetzige Zeitqualität ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt ist natürlich, was hier in Deutschland abgeht, auch das erwähne ich immer wieder, ich habe in den 80er Jahren, habe ich schon gesagt, ihr werdet irgendwann nochmal begreifen, Jugendliche, wenn ich im Laden hatte, man ist so unendlich arrogant, weil man ja so frei ist, indem man jeden Modetrend Handys, es ist alles eine Sucht nachhechelt. Und ich betone, da ist jetzt keine Illuminaten außen, die die Welt beherrschen wollen. Die sind auch bloß was du dir ausdenkst. Wie war das in Fegenstahl, wo ich gesagt habe, wer ist dran schuld? Du denkst es dir aus. Mhm. Sobald du an dich als träumender Geist denkst, bist du auch nicht schuld, weil der ja auch schon wieder was Ausgedachtes ist. Wir reden hier von Fakten, Mann. Mhm. Es ist jetzt wichtig, was in Deutschland zurzeit abgeht. Jetzt kommen die ersten, was ja ihr jetzt als Schweizer oder Holländer vielleicht am Rande mitkriegt, jetzt kommen die guten Politiker, dass die gut Stimmung machen. Auf Facebook wird ja so gehatet, wird ja so gehetzt gegen die Flüchtlinge. Und jetzt wollen die ein Gesetz erlassen, dass das gelöscht wird bei Facebook. Die sind im Facebook in Kontakt. Und jetzt, es wiederholt sich nur die Zeitgeschichte gespiegelt. Ich denke mir jetzt eine Zeit aus, wo echte Deutsche gesagt haben, Ausländer raus, dann geht es uns besser. Wo ist jetzt der Unterschied, ob ein Politiker sagt, die Ausländer müssen raus, oder ob ein Politiker sagt, die Neonazis können sich verboten? Dafür die Ausländer rein. Weil die Feindbilder, die Neonazis sind jetzt die Feindbilder von den Gutmenschen. Aber waren nicht die damals aufrechten Deutschen, die wir uns jetzt natürlich nur ausdenken, eine Märchengeschichte, nicht auch nur die Gutmenschen? Die diese Unterrasse, die Verbrecher, die Ivri, sprachlich die Verbrecher, wohlgemerkt, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Juden. Du wirst feststellen, du hast in allen Völkern total liebenswerte Menschen. Geh mal in die Türkei in Urlaub, bisschen weg vom Tourismus. Da sind die natürlich auch freundlich. Das ist dieses Land des Lächelnsfreundlichkeit, das du jetzt in Thailand hast, was vorher überhaupt nicht war. Das hast du auch in der alten Türkei. Absolute liebenswerte, nette Menschen, gastfreundliche Menschen. Die findest du in Griechenland, die findest du überall. Was das zerstört, dieses Ursprüngliche, das zerstört der Materialismus, der Kapitalismus, das Geldanbieten. Mhm. Das hast du zu erkennen, das ist der Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen.
dass du dann einmal schaust, was kommt jetzt eigentlich? Mein Inge-Beispiel, Redo, wo ich sage, wenn einer klingelt bei dir und sagt, ehmüdig, können Sie mir helfen, ich habe nichts zum Essen, dann gib den zum Essen, gib den zum Schlafen. Wenn einer Geld will, schick ihn weg. Ja. Das Verrückte ist, dass in dem Moment, wo du die Tür zuhaust und nicht mehr an ihn denkst, geht es dem wieder gut, weil der, der dich nach was um was bittet, ist ein Gedanke von dir. Ja. Wie geht es an Gedanken, den du dir nicht denkst? Ist der nicht voll heil? Ein alter Satz von mir, was meinst du, wie gut es hungern nicht an Kinder geht, wenn du nicht an sie denkst? Weißt du, wenn es ihnen schlecht geht? Wenn du sie dir hungernd denkst, hast du hungernde Kinder in deinem Kopfkino. Wenn du dir jemanden glücklich denkst, dann ist der glücklich, obwohl er als Ding an sich, der Gedanke als Ding an sich in deinem Kopf überhaupt kein Empfinden hat. Genau. Egal an was du denkst. Der Einzige, der den Traum erleben kann, empfindungstechnisch erleben kann, ist der Geist, der träumt. Mhm. Und diesen Sprung erzeugt ein komplett dein Kind, wenn der Sohn von dir schreit, der hat keine Schmerzen. Du leidest mit. Hör auf zu sympathisieren. Jetzt gibt es natürlich den Satz, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich sage, da muss ich wieder sagen, stimmt auch. Aber nur in einem gewissen Kontext. Wenn jetzt zum Beispiel der Redo sagt, er will seine Wohnung streichen. Und ich sage, Redo, pass auf, ich helfe dir. Ich streiche die Hälfte mit. Dann teilen wir das Leid, wenn wir mal diese Arbeit als Leid ansehen, ist geteiltes Leid halbes Leid. Es bezieht sich aber nicht daran, wenn der Redner Zornschmerzen hat, kann ich dann sage, ich übernehme die Hälfte. Verstehst du, ich kann jetzt mitleiden. Ja, ja. Ganz schlimm, wenn jetzt einer einen geliebten Menschen verloren hat und der ihn zerreißt fast vor Trauer. Ich frage dich, was verändert es an dem, was ist? Vor allem nützt es jetzt noch, wenn ich mitleide, diese extreme Heuchelei, wie hier bei euch in der Schweiz das Flugzeug da abgestürzt ist von dem Air Berlin-Piloten, der die da angeblich abstürzen ließ, diese Geschichte aus den Medien, wo dann die Politiker anreisen, ein Geheugel in Deutschland ohne Ende. Ja, verstehst du, was nützt es irgendjemandem, wenn du mitleidest? Das ist schon eine Dummheit, hier dieses Programm, das ist ein eindeutiger Programmfehler, was du menschlich nennst. Humanitär, Humus ist Erde, schaut die Wörter an. Asche zu Asche, Staub zu Staub, lass die Toten ihre Toten begraben. Geist ist ewig und wenn du Geist bist, wirst du merken, du wächst in deiner Vielfalt von Wahrnehmungsfähigkeiten durch ständige Gestaltveränderung. Das ist unser Thema mit Griech. Das Kind muss sich auflösen, damit es erwachsen wird. Dein jetziger Glaube, den musst du überwinden, den musst du opfern. Das hatten wir gerade am Anfang, dass du einen neuen kriegst. Mhm. Aber ist nicht dein momentanes Programm, Martin Shelley, ist dieses Programm nicht letztendlich, dieses Buch, wie ich es auch nenne, ist es nicht die Ursache für den Film, den du dir anschaust? Ist nicht dieser Glaube dein Leben, der das Leben erzeugt? Und ich sage dir jetzt, Kleiner, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, bekommst du von mir ein vollkommen neues. Ich bin wenn dabei. Wenn du das versuchst, am Leben zu erhalten, verlierst du deine Seele. Dieses Bewusstsein über deine eigene Ewigkeit. Merkst du, dass diese Worte plötzlich einen unheimlich tiefen Sinn ergeben und jetzt denk ganz nebenbei, dein Programm ist ein H, gib mir das H und dann kriegst du dafür ein Wort, für das den Buchstaben ein Wort. Ich nehme dir eigentlich gar nichts weg, ich gebe dir dazu. Mhm. Aber das musst du mir mal beweisen, dass du mir vertraust. Und das hat nichts zu tun mit irgendetwas, was der Matten jetzt tun müsste. Mhm. Ich sage, du lebst einfach dein Leben, was ich von dir mir wünsche. Dass du ganz massiv immer mehr dich bemühst, du wirst immer wieder wegstürzen in die normale Mattenlogik, dass du immer wieder dich sofort wieder aufrichtest und der Beobachter wirst. Was ist hier und jetzt? Mhm. Einfach, was ist jetzt? Und jetzt schau deine zwei Bilder, einmal die realen Sachen, was du sinnlich wahrnimmst und was hier nur gedacht ist. Und dann fällt schon mal 99% von den Problemen weg, weil du wirst dann feststellen, wenn du Flüchtlinge siehst, hast du ein fetzen Papier vor dir oder flackernde Lämpchen auf dem Monitor. Mehr ist nicht. Alles, was du dir jetzt darüber hinaus interpretierst, wenn du das bewusst machst, darum betone ich immer wieder, du Geist bist ein Schöpfergott für die Welt, die du dir ausdenkst. Die Welt, die du dir ausdenkst, kann nicht anders sein, wie du sie dir ausdenkst. Mhm. Da mögen jetzt welche in dir auftauchen, die dir was anders erzählen und jetzt wirst du rechthaberisch werden und ich sage, wenn das jetzt auch ein Geist ist mit einem anderen Glaubensprogramm, der denkt sich eine andere Welt aus. Es sind einfach nur unendlich viele Welten wie unendlich viele Bücher in einer Bibliothek und da müssen wir doch nicht drüber streiten, welches Buch, wenn ich jetzt ein Bücherregal voller Romane habe,
von Science-Fiction bis Abenteuerromane bis Liebesromane, darüber zu streiten, was richtiger ist, ist komplett fehl am Platz. Es ist anders. Mhm. Extrem vielfältige Unterhaltung. Dein Leben ist eins dieser Bücher. Udo, bezüglich das, dem Wachwerden, ne? Auch auf der Zeit gesehen, ich muss in 20 Minuten wieder weg. Ja. Ich habe, ja, du hast gesehen, ich habe 4 Seiten geschrieben, aber mir... Mach mal die noch, willst du das noch einmal dran setzen? Ja, ich möchte mal ganz kurz, weil ich habe auch gemerkt, wenn du jemand dazu schaltest in Skype, dann klappt es mit der Aufnahme nicht. Ich habe also, ich bin jetzt wieder neu am Aufnehmen. Aber du, das macht. Wir können das gerne nochmal anfangen. Das war jetzt mit dem Redo. Ich habe mal gedacht, den lasse ich das einmal mithören. Ich habe das eh gesagt. Wir können das aber gerne nochmal durchgehen. Ja. Aber du wirst merken, Matten, du wirst merken, dass hier eigentlich ich immer wieder dasselbe wiederhole. Mhm. Nicht, dass ich dir nichts Neues sagen könnte, aber wenn das muss in dir so verankert sein, so wie wenn du mit dem Auto fährst, du kuppelst, du schaltest, du blinkst und kannst dich dabei mit deiner Frau unterhalten, wenn ihr zum Einkaufen fahrt. Mhm. Weil jetzt ist die Frage, magst du das überhaupt, wenn du nicht dran denkst? Mhm. Weißt du, wie oft bist du schon losgefahren mit deiner Frau zum Einkaufen? Ja, dann frage ich, hast du mitbekommen, da müssten wir jetzt logisch sagen, an jeder Kreuzung an der Ampel hast du gekuppelt, wenn keine Automatik nicht hast, dann Blinker gesetzt. Du konstruierst schon wieder Vergangenheit. Das ist das Beispiel, du fängst zum Lesen an, auf Seite 1, da ist das Buch da, du fängst zum Lesen an und irgendwie fällst du in die Geschichte rein und ich sage, plötzlich klingelt das Telefon, du schreckst hoch, Matten sitzt da und hat das Buch in der Hand und du bist auf Seite 100. Mhm. Hast du 50 Mal umgeblättert. Und jetzt, pass auf, jetzt wirst du verstehen, du berechnest das jetzt mit deiner Logik, machst du dir deine passende Vergangenheit. Mhm. Beschwören, wenn du das tust. Du musst aufhören, ein Konstrukt, ein Interpretationskonstrukt, ein raumzeitliches, deiner Logik, dass du das als Beschwören, du kannst das nicht beschwören, das ist eine Schöpfung von dir. Wenn du jetzt spazieren gehst und du schaust einen Baum an, meinetwegen einen Kirschbaum, der in Blüte steht, da ist nicht, der Baum ist nicht im Laufe von Jahren gewachsen und die Blüten sind die letzte Woche oder die letzten Tage herausgetrieben. Das machst du mit deinem Wissen. Mhm. Du hast nur das Bild und du erklärst dir, wo das herkommt. Und das Problem ist, die Gene, die wir umformen, es entsteht in dem Moment, wo du es denkst. Das erklärt auch die Pyramiden. Ja, klar. Die Pyramiden sind in dem Moment da, so wie du dir es denkst, ganz fix und fertig oder so zersteinert, zerklüftet, wie du es denkst. Der Teilchenbeschleuniger, alles, es ist im Hintergrund ein Kontinuum und sobald du es denkst, ist dieses Bild da, ob du das jetzt feinstofflich machst oder dir materialisierst. Indem du in Urlaub fährst, was ja nur ein Gedankengang ist. Mhm. Denk wieder, mach die Augen zu, geh durch die Wohnung. Ich wechsle in dir, in deinem Kopf, so wie man feinstofflich durch Worte Bilder auswechseln, wechselt sich nur reale Bilder. Realität, deine sinnlichen Wahrnehmungen sind genauso Informationen, das gilt selbst für einen tiefgläubigen Materialisten, wie wenn du bloß Gedanken auswechselst. Das ist das Kino, die ständig wechselnden Bilder im Jetzt. Mhm. Nochmal, Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Es ist wirkliches Jenseits. Mhm. Und es baut nur auf Fakten auf, Martin. Das musst du bewusst werden. Ja, alles, was für dich so logisch ist, ist eigentlich blinder Glaube. Es ist, weil es dir logisch erscheint. Hättest du die Logik nicht, wäre das für dich absolut hirnrissig. Mhm. Ich habe in einigen der Offenbarungen habe ich die Sache, du denkst dir jetzt eine Insel, die keinen Kontakt hat mit der jetzigen Welt. Und das ist ein Volk auf dieser Insel, und die werden einfach so erzogen, wie ich es dir sage. Die sind auch, die essen, die trinken, die haben Trockennasen auf dem Körper, aber nur, dass hier von klein auf den Kindern das so erzählt wird, wie ich dir das jetzt erzähle. Hm. Habe ich gelesen. Ne? Mhm. Wenn du das machst und du gehst jetzt dahin und du behauptest deine Behauptungen, dass jetzt das und das auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst, dann erkläre ich die für verrückt, weil das doch jedes Kind sieht, wenn ich was nicht denke, dass es nicht mehr da ist. Mhm. Und das bloß in meinem Kopf sein kann, wenn ich das Wissen habe. Und dass ich mir durchaus was ausdenken kann, dass ich das auch getrennt von mir empfinden kann, dass man sich in den Arm nehmen kann, verstehst du? Das ist ja das Schöne. Da beginnt Liebe. Ich muss zuerst was mir was ausdenken, dass mir ein Gegenüber da ist, das ich lieben kann. Wenn ich es nicht denke, ist es total heil in der Einheit, weil ich ja nur Unterschiede wahrnehmen kann. Du wirst doch jetzt wohl nicht glauben, dass der Redo wer anders ist wie du oder der Udo. Es ist doch nur ein Geist da. Es ist jetzt nur ein Geist da. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Und du denkst, der, den du zu sein glaubst, denkst du genauso aus wie die anderen zwei auch. Mhm.
Bloß, dass jetzt das eben du zur Zeit diese Rolle aus dieser Perspektive, diese Position siehst, weil du ein anderes Programm hast. Mhm. Und du kannst dich irgendwann einmal erheben und du wirst feststellen, das ist eigentlich trotzdem ein Geist und so weit sind diese Programme nicht auseinander, das Redo-Programm. Auch wenn das eine sich in der Schweiz abspielt, das andere in Holland und das andere in Franken. Mhm. Es ist hier, es ist in deinem Kopf. Und das ist der Lernprozess, diese unendlich vielen Leben und Perspektiven, die wir durchleben können, in Personifizierung kann man es realisieren. Holo Feeling hat nichts mit Welt verbessern wollen. Du wirst immer mehr erschaudern, wie perfekt die Welt ist. Denk gerade, was ich nur gerade die Phonetik angesprochen habe. Wenn du dir Gedanken, wenn ich jetzt die Lipplaute mache, ich habe dir, Diana, hast du, glaube ich, oft nochmal gehabt, hast du das noch angeschaut mit dem Mundbeispiel, mit dem Rachenraum? Wenn du das machen gehst, du wirst jetzt merken, dass diese Laute, die hier hervorgehoben werden, wo wir Schwierigkeiten haben, das auszusprechen, das auch im klassischen Jüdischen oder im Arabischen wird es ja noch krasser, dieses Kehliche. Mhm. Es verlagert sich immer mehr in die 70. Die 70 ist aber die augenblickliche Welt, weil das eigentlich mehr Materialisten sind wie alle anderen. Mhm. Das ist ein purer Materialismus, Dogmatismus ohne Ende. Wobei dann wieder in der Urwurzel selber der Muslim, dieser Gottesglaube, ich habe hier in der Wiedergeburt des Geistes, glaube ich, ist hier, wo ich die Sure 3 aufschlüssel. Kann man gerne mal, vielleicht werde ich, wenn es sein sollte, im nächsten Fliegenstall, werde ich das einmal genauer ein bisschen angehen. Redo habe ich das schon gezeigt. Einmal mit dem Arabischen, dass wir schauen, was wirklich im Koran drinsteht. Und was feststellen, wenn du das wie Holofeeling lesen musst, das ist reines Holofeeling. Mhm. Wie die Koran auch. Es ist sehr trügerisch, immer wieder, was du entdecken musst in der Selbstbeobachtung, dass in dir das Ego massiv noch dran leidet, wenn zwei Sachen sich widersprechen, dass du das eine richtige bloß glauben willst. Mhm. Dein Ziel muss die Heiligkeit sein. Dass gerade das, wo dir die Haare zu Berge stehen, jetzt mit deiner Logik, dass genau die Seite fällt dir zur Vollkommenheit. Mhm. Und das ist ein Gedankenspiel, weil umso mehr du das begreifst, ist ein Gedankenspiel, umso einfacher wird es. Und dann passiert was, dass immer mehr Wunder in dir passieren. Wo du gar nicht damit rechnest. Wirkliche Wunder. Das ist jetzt einfach meine Prophezeiung, probier es aus. Ich kann dir mittlerweile jetzt bewusst sagen, ein ganzer Haufen Geistesfunken, die wir uns jetzt ausdenken, die dir nur nicken und sagen, stimmt. Stimmt, das macht dich sprachlos. Du musst es geschehen lassen, du musst dich öffnen dafür. Und das magst du zuerst einmal, indem du dein ganz normales Leben weiterführst. Holofeeling lässt das Leben von den Matten vollkommen unangetastet. Das gibt es bei Religionen nicht. Die wollen dich irgendwie in eine Sekte ziehen, du musst dich engagieren, Fundraising machen, du musst Geld sammeln oder beten oder du darfst das nicht essen. Es sind nur Verbote. Es sind immer Verbote, die meinen, wenn sie dir was verbieten, machen sie dich frei. Wir sind der freie deutsche Staat. Hier wieder diese Probleme des Deutschlands, die sowas frei ist, sowas. Das ist zurzeit wieder reines Nazitum im negativen Sinne. Kein Land ist unfrei wie Deutschland. Hier der Heiko jetzt zum zweiten Mal reingestellt, welcher den blöden Texten bloß bei Videotrailers sind komplett das ganze Video gesperrt. Wegen nichts. Was du in Holland und in Schweiz und in Österreich, wenn ich Updates schicke, wo sofort aufgehen, wenn der Redo ans schickt, da gehen 60% der Videos, wo er schickt, gehen nicht auf in Deutschland. In dem Gier, in der Freiheit. Übrigens ganz nebenbei hier Freihandelsabkommen und so weiter. Was du zurzeit hast, ist ein reines Wake the Dog. Du kennst den Film Wake the Dog? Nein, ich nicht. Kennst du nicht? Den musst du dir unbedingt anschauen. Okay. Da geht es einfach, dass die amerikanische Regierung, der Präsident wieder einen Scheiß macht, kurz vor den Wahlen, und dann sagen sie, wir müssen über die Medien das Volk ablenken, und dann wird einfach ein griechisches Hinterding inszeniert, rein in ein Studio. Gehen die Politiker, also hier, der das macht, geht zu einem Hollywood-Produzenten und der muss dann hier praktisch in einem No-Name-Land einen Krieg inszenieren, dass die Medien voll von diesen Kriegsspektakel sind, um vor den Wahlen hier das Volk abzulenken. Mhm. Was zurzeit ist, dass hier die letzten halbe Jahr, im letzten Jahr unheimlich Gespräche war mit Freihandelsabkommen mit Amerika, wo also die Deutschen sehr auf die Barrikaden gegangen sind. Ganz nebenbei, jetzt raumzeitlich gedacht, die letzten 14 Tage wurden komplett all diese Punkte im Bundestag durchgewunken und beschlossen und nichts, nicht nur ein einziges Wort ist in den Nachrichten gefallen, weil die wichtigere sind. Das ist Wake the Dog. Das ist Wake the Dog. Es ist eigentlich, hier, diesen Fehler muss ich dir noch einspielen. Auch hier sage ich wieder, ich werfe jetzt das nicht vor. Das sind so, mit, wo ich gesagt habe, mit Wasser, mit Privatisierung vom Wasser.
Mann, wenn du dir das anschaust im Deutschen Bundestag, es ist selten in der Nachkriegsgeschichte, dass sämtliche Parteien, wo Vertreter der Parteien im Bundestag vorher gesprochen haben, dass einheitlich alle Parteien gesagt haben, es ist ein Blödsinn, wir dürfen unser Wasser nicht privatisieren. Bei den ganzen Reden durch die Bank, durch alle Parteien durch, war praktisch der Bundestag dagegen. Dann ist es zu einer geheimen, also zu einer Abstimmung gekommen und ich glaube 86% haben dann beschlossen, dass das Wasser privatisiert wird. Lobbyismus. Ja. Und das ist natürlich, die sind alle gut, das sind gut, es mag schwarze Schafe geben, das ist immer die Frage, es sind nur schwarze Schafe. Nein, es sind Gedanken, es sind Worte, die du jetzt hörst, das sind Gedanken, da außen ist überhaupt nichts. Halt das zweite Gebot und betrachte das als eine Märchengeschichte, einen Führerscheinprüfungsbogen voller Fehler. Und nochmal, wie viel Scheißdreck muss ich dir eigentlich noch einspielen, bis du begreifst, das kann doch gar nicht sein da außen. Hm. So unendlich geistlos können doch Menschen gar nicht sein. Das sind nur noch Geld, Geld und Wachstum. Nochmal, die feiern diese unendliche Schizophrenie. Ich habe erst jetzt in einem Selbstgespräch, was nämlich wem, du schlägst in Deutschland eine Zeitung auf, es ist bei euch in Holland nicht anders. Da ist die erste Seite, ist Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge. Die zweite Seite, die 10 reichsten Deutschen, Milliardäre. Die dritte Seite ist dann Fußballer für 80 Millionen verkauft, für das verkauft. Das ist dieser Zwiespalt, die Kluft zwischen Arm und Reich. Es ist irgendwie alles unterhaltsam, das eine wie das andere. Es ist wie wenn ich eine Komödie anschaue, dann schaue ich mir wieder einen Horrorfilm und einen Krimi an. Mhm. Es ist nur Geschwätz, es sind Worte, es ist leeres Gehülz und es ist alles, was du magst jetzt an Wissenschaftlern, an Philosophen. Es sind in deiner Welt alle Figuren, bis auf ganz, ganz wenige Aufnahmen, tiefgläubige Materialisten. Mhm. Du weißt, was ich mit Materialismus meine. Ja, und dann wird gefeiert, dass der Umsatz von Autoabsatz gesteigert wird. Konzentriert euch zu Tode und alles im Hinterkopf mit einem geschlossenen System, mit einer Erdkugel, wo die Ressourcen sich aufbrauchen. Verstehst du nach mir die Sinnflut-Einstellung? Die kriegen alle ihre Sinnflut von mir. Jetzt drohe ich, ganz, ganz massiv. Die werden alle nicht überleben. Und jetzt mache ich das positiv, weil das nur Gedanken sind, die du dir denkst. Das Problem ist sich schon in dem Moment, wo du es nicht mehr denkst. Mhm. Das sind die Fenster. Du solltest dich fragen, wieso diese Bilder so hartnäckig immer wieder in dir wiederholt werden. Mhm. Weil du es noch nicht angekreuzt hast. Wenn du das ankreuzt, wenn du es erkennst, im tiefsten Innern, Matten, tauchen die zwar immer noch auf, eine Zeit lang, aber du resonierst nicht mehr. Verstehst du? Ja, ja. Das ist jetzt nicht, dass du jetzt das erkennst und dann ist es sofort weg, dann wirst du das immer noch haben, wenn du im Radio einschaltest, aber du wirst zu wenig darauf achten wie eine Waschmittelwerbung. Mhm. Dann ist es irgendwann nochmal ganz weg, weil der Fokus sozusagen wirklich nur aufblitzen und dann fällt es sofort wieder in sich zusammen, weil du überhaupt keine Zeit mehr verschwendest, dir über so einen Schwachsinn den Kopf zu zerbrechen. Mhm. Du hast das Wichtigeres zu tun, nämlich wie die Sprache funktioniert, wie du mit Sprachbildern machst. Ja, das, ja. Das kippt um. Und das ist bestens eingerichtet. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Wenn du da mal die Demut hast und beobachte, wie dein Programm darauf reagiert auf den Moment. Du musst dir das nur anschauen und dazu musst du zuerst einmal der werden, der nochmal eins drüber ist, der ganz gezielt bewusst sich bewusst macht, wie der Matten reagiert, dieses der Intellekt vom Matten, wie er werdet. Darum ist der Matten, das blaue Ich, ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem. Mhm. Worte lösen in dir Vorstellungen aus, das Schneewittchen, wahrscheinlich ein schwarzhaarige Mädchen, jetzt weißt du, wenn toller Rand oder so von der Schnabel sein kann. Wir haben doch die Freiheit, Gedanken sind frei. Mhm. Verstehst du? Jesus kann ein lustiges Kalbchen sein, denk auf Life of Brian. Mhm. Das ist Fantasie. Und das ist keine Blasphemie, sondern Fantasie. Und wenn man ja allgemein bekannt in Life of Brian diese schöne Geschichte, wie die Kirken sich aufgeregt haben, welcher Blasphemie. Oder dann noch schöner hier dieser schöne Film hier, der Mann, der Gott verklagte. Mhm. Du kennst du aber, oder? Ja. Auch nicht? Doch. Der Mann, der Gott verklagte. Da ist ja hochinteressant, dass er ja in keinster Weise was gegen Gott hat oder gegen Gott sagt, was ihn auf den Keks geht, sind die Kirken und die Versicherungen. Mhm. Verstehst du das mit der höheren Macht, was da war? Und dann plötzlich wieder die Glaubensfanatiker außen, wie die vor dem Gerichtssaal demonstrieren, die sich hier Blasphemie, hier Gotteslästerung sehen. Das ist ein rein prinzipielles Urteil, das sich hier praktisch auf der Erdebene abspielt, was mit Gott nichts zu tun hat, den er auch überhaupt nicht angreift oder anlastet. Was ihm stinkt ist, dass er eine Versicherung abgeschlossen hat und die zahlen nicht, weil sie sagen, der Schaden ist höhere Macht.
Dann geht er zu den Kirchen, weil die ja die Stellvertreter Gottes auf Erden sind. Und wenn höhere Macht, wenn die Versicherung sagt, das ist höhere Macht, dann ist Gott dafür verantwortlich. Also geht er zu den Kirchen, weil die ja die Stellvertreter Gottes sind, die ja auch Milliarden einnehmen. Dann sind die dran schuld. Und der, das Einzige, was er will, dass das Gericht jetzt entscheidet, ob die Versicherungen zahlen oder die Kirchen zahlen. Das ist, gegen Gott hat er überhaupt nichts. Das ist immer das Spiel. Und du wirst merken, dass das, was hier in einer Ironie dargestellt wird, ist ein tiefgreifendes Problem der Menschheit. Und das musst du lösen. Hör auf, darauf zu warten, dass irgendjemand in deinem Traum das lösen kann. Ja. Die werden erst auftauchen, wenn du damit anfängst. Der Redo kann nur, der Phil weiß aus dem Dennach weiß nur so viel. Das ist das Erste, dass ich deine erste Interesse jetzt schon welche spiegeln lasse. Denk an das Vorspiegel und Hinternspiegel. Ja. Die Welt, die du dir ausdenkst, ist das Spiegelbild extrem komplex, raumzeitliches, aufgefachertes Wissen deines Intellektes. Und da lasse ich immer wieder neue Facetten auftauchen, die natürlich auch da auf deinem Intellekt drauf sind. Das ist wie wenn du das Buch liest. Mit jeder Seite werden neue Sachen in dir auftauchen, die aber schon von vornherein in dir drin sind. Das läuft so lange, bis du das Leben von dem Matten komplett durchschaut hast. Und wichtig ist es, dass du bei Zeiten während des Lesens jetzt die Chance hast zu begreifen, dass du nicht der Matten bist, sondern der Leser, der Geist, Film, der Film läuft. Interessantes Leben. Und da musst du auch keinen missionieren, du musst mit keinem drüber reden. Du weißt, sage ich immer wieder, du kannst jetzt natürlich, hast du das Bedürfnis, man will sich ja dann austauschen, dass du mit einer Frau redest. Und ich sage immer wieder, sei da sehr vorsichtig. Ja, die kann da sowieso nichts mit anfangen. Also. Ich sag, sei da sehr vorsichtig, bevor du einen Konflikt erzeugst, halt einfach deinen Mund. Das mache ich auch. Ich mache das eigentlich ganz alleine. Ich kann dir kleine Geschichte mit meinem Michael erzählen, mein Karate-Lehrer, wo du ja in Finkenstein kennengelernt hast, dem seine Freundin, die hat 10 Jahre überhaupt nichts wissen wollen von Holofeeling. 10 Jahre lang. Er hat da nicht missioniert, ich sage, leb es, dass sie merkt hier nicht, dass ich dich entfremden will mit ihr, sondern wenn, dann liebst du sie so, wie sie ist. Und mittlerweile liest sie Holofeeling und hört sich Vorträge an und ist total begeistert. Aber 10 Jahre lang überhaupt nichts. Er hat nicht missioniert. Das ist, der Film ist, wie es ist, da muss man nicht. Wir sind keine Missionare. Nein. Es geht nur um den Geist, der mir jetzt zuhört. Und der ist auf einer ganz anderen Ebene. Die Punkte kann man gerne nochmal durchgehen, da kannst du dich gerne nochmal rühren, wenn du Zeit hast. Das ja, du hast die Datei und ich guck mal, ich muss jetzt wirklich weg. Noch. Ja, vielen Dank. Ja. Okay, tschüss. Weiter. Ja, tschüss, Martin. Ich mal schnell durch und ich versuche mich ja, wenn zu bremsen, dass wir auf deine Punkte eingehen. Aber es ist eigentlich alles erklärt, du wirst es merken. Ja, ja. Ne? Okay, alles danke. Klar. Tschüss. Ciao.